Hallo Leute. Ja, ich habe einige Probleme mit meinem Zuschneidungsprogramm für meine Videos. Deswegen, ja, eigentlich wollte ich mal ein Tutorial hochladen, aber irgendwie geht es nicht, weil das Format von meinem Handy einfach nicht funktioniert bei dem Programm, was ich habe. Ich versuche das eigentlich jetzt schon seit einer Woche, es irgendwie doch hinzukriegen. Und am Ende, also vor 2 Tagen, habe ich es dann so hinbekommen, dass es sich öffnen lässt in diesem Programm. Aber ich es nicht speichern kann, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, also muss ich jetzt improvisieren. Und es dauert jetzt wirklich schon recht lange, ehe ich dann halt ein neues Video hochladen kann. Und deswegen mache ich jetzt einfach so ein Improvisationsvideo, so dass, ja, was soll ich sagen, mir fehlen die Worte, nein. Also ich werde es immer weiter versuchen, was Richtiges zu finden. Und ja, bis dahin müssen solche kleine Videos halt einfach reichen. Also nicht wundern, wenn jetzt nächste Zeit eher nur solche Videos hochgeladen werden. Ja, ja. Und da fange ich auch gleich mal an. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache einfach so ein Must-Have-Video für den Herbst, beispielsweise Winter. Und zwar für mich, also meine Must-Haves. Und vielleicht entdeckt ihr ja Produkte oder Gegenstände, die ihr selbst auch gerne mögt und unbedingt haben müsst. Schreibt es doch in die Kommentare, was ihr unbedingt haben müsst oder wollt, um den Winter, beispielsweise Herbst, zu überstehen. Und ja, dann fange ich einfach mal an. Ihr seht, ich habe eine Brille auf. Das ist meine erste Mitarbeiterbrille, weil ich ja bei einem Optiker jetzt gerade meine Ausbildung mache. Und bekanntlich muss man ja, wenn man dort angestellt ist und im Laden arbeitet, muss man ja eine Brille tragen, sodass man halt den Kunden auch was vorführen kann. Und ja, die habe ich gestern gefunden. Ist halt eine richtig tolle Brille. Ich bin so froh, dass ich die jetzt habe. Und ja. Yippie. Nein, okay. Ja. Und ja, die Brille hätte eigentlich 300 Euro gekostet, aber ich habe sie kostenlos bekommen. 300 Euro. Aber ich glaube, ja, die Gläser waren halt am teuersten, so wie es halt immer ist bei den Optikern, aber ja. Okay, egal, nicht so viel von meiner Brille. Jetzt kommen halt die Produkte, die ich denke, die ich haben muss. Also, auf geht's. Ping. Okay, also, das sind erstmal 3 Sachen, die ich sehr, sehr gern habe und die ich brauche, um den Winter, beispielsweise Herbst, zu überstehen. Das ist einmal etwas von Garnier, und zwar ein Gesichtswasser, was mir persönlich sehr gut hilft. Vielleicht mache ich ja noch irgendwie ein Video mit meinem täglichen Routinen und was weiß ich, und da werdet ihr es auf jeden Fall wiedersehen. Also, ja, das ist von Garnier. Und, ja, tägliches Anti-Pickel-Gesichtswasser. Also, das ist sehr gut, empfehle ich auch weiter. So, dann habe ich einen Lippenbalsam, und zwar Please Dex. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich finde es einfach genial. Vor allem für den Winter, weil in dem Winter kann es schon mal passieren, dass meine Lippen total aufplatzen und total wund sind. Und das hilft am besten, einfach immer, ehe man rausgeht, auftragen, und dann werden die Lippen geschützt. Und ja, es hat halt
keinen sonderlichen Geschmack, sondern ist einfach frisch, es hilft, es schützt und ja. Also das empfehle ich auch unbedingt weiter. Und es ist auch nicht so teuer, also ich bin echt froh, das zu haben. Ja, so, das waren eigentlich alle jetzt von den kosmetischen Produkten. Jetzt kommt ein Gegenstand, den ich geschenkt bekommen habe und den ich persönlich sehr liebe. Und zwar ist das ein Salzstein mit einem Teelicht drin. Und ich finde, es macht total schönes Licht und es erwärmt richtig den Winter, regnerische Tage oder sogar weiße Tage mit Schnee. Also es ist sehr toll. Ja, es ist heute etwas schwarz hier geworden, aber ja, man bekommt es ab. So, vielleicht seht ihr es ja. Okay, man sieht es nicht wirklich, aber es strahlt total warmes Licht aus und ja. So, das waren die drei Dinge, die ich unbedingt haben muss für den Winter. Die Lampe zum Entspannen und die zwei Dinge einfach aus kosmetischen Gründen. Und ja, jetzt kommen Sachen, die ich im Winter gerne anziehe. Und zwar, ich habe letztes Jahr solche Schals entdeckt, die kein Ende haben. Die kann man halt dann 2 bis 3 Mal umschlagen. Oh, und die Enten fliegen einfach nicht rum und man ist geschützt und ich liebe sie. Und ja, also diese Schals trage ich auch zurzeit auf Arbeit und ich finde sie sehr schön. Also ja, ich suche zwar noch Schals in dieser Art und ja, wenn ich mal Zeit habe. Nein, okay, und ja, sind sehr schöne Schals. Der ist schwarz und der ist so richtig schön türkisblau. Und ja, der ist halt etwas kürzer als der andere und den trage ich zurzeit eigentlich ständig. Ja, schön. Den finde ich toll. Und dann passend zu diesem Schal habe ich auch noch so eine Mütze. Die trage ich auch schon, auch wenn es jetzt noch nicht so kalt ist. Aber ich liebe solche Mützen. Und ich, ja. Ah. Also irgendwie freue ich mich jedes Jahr auf den Winter, weil ich dann so etwas tragen kann, vor allem die Mützen. Und ja, wenn der Winter dann da ist, freue ich mich schon auf den Sommer, um die endlich abzunehmen, weil es dann irgendwie so doof ist, wenn man vom Kalten ins Warme kommt und dann ist es total warm und ja, deswegen, aber jetzt freue ich mich total, das zu tragen, auch wenn es dann im Winter vielleicht nerven wird, aber ja, also ich finde es toll. Na gut. So, ja, das waren eigentlich meine Must-Haves, die ich unbedingt haben muss. Ja. Oh nein, noch etwas Kosmetisches entdecke ich gerade. Tada, eine Feuchtigkeitscreme von BB. Für trockene Haut. Und zwar ist die sehr, sehr schön, wenn man von draußen reinkommt und die Haut anfängt trocken zu werden und ja, da hilft die sehr gut. Ich verwende die einfach eigentlich nach jedem Duschen, wenn ich Haare wasche und gleichzeitig das Gesicht wasche. Und ja, von Wasser wird mein Gesicht zu trocken und deswegen benutze ich die und ich finde, sie hilft sehr gut. Die Haut ist dann richtig, richtig schön weich und ja, also von BB und ja, ich liebe sie. Die muss ich auch unbedingt haben.
Also, ich glaube, wenn die alle ist, dauert zwar noch ein bisschen, aber wenn die alle ist, dann werde ich sie unbedingt nachkaufen. Genauso wie das hier. Und das hier. Okay, nein. Also doch, ja. Gut. Das war's. Habe ich sonst noch irgendwas hier rumstehen? nein. Oh. Das gehört jetzt zwar nicht zu den Must-Haves, aber das habe ich als 6 Jahre altes Mädchen bekommen. Ich glaube, das war von Ikea. Genau, das ist von Ikea. Und zwar war das eine Hexenkugel. So wie bei Bibi Blocksberg. Ja. Nein. Ja, Bibi Blocksberg. Ich mochte Bibi Blocksberg sehr. Und ich habe immer Hexe gespielt mit einem Besen. Und als ich die in Ikea gesehen habe, musste ich die unbedingt haben. Habe sie mir sogar, glaube ich, selbst gekauft von meinem Geld. Und ja, ich habe sie jetzt immer noch und ich finde die einfach genial mit den Luftblasen und ja, das ist toll. Sowas ist toll. Ja, nein. So, das war's eigentlich. Wie gesagt, ist nur so ein improvisiertes Video und ich habe mir eigentlich auch einfach Zeugs rausgesucht, was ich unbedingt haben muss. Ja. Und ja. Sonst gibt's eigentlich gar nichts mehr, was ich so jetzt sagen könnte. Also ich könnte natürlich wirklich Mengen sagen, aber ja, das würde nicht zu den dem Thema passen. Ja, das Video wird jetzt vielleicht etwas komisch sein, weil ich es halt nicht schneiden kann oder mit Effekten hinterlegen kann, aber ja, ist halt nur provisorisch und ich versuche es weiterhin, ein Programm zu finden, mit dem ich halt Videos schneiden kann und Effekte reinbringen kann oder halt irgendeinen anderen Weg finden kann, wie ich das machen kann. Ja. Ihr könnt mir gerne helfen und zwar sagen, wie man das machen kann oder ob es Programme gibt, wo jede Videodatei geht oder so. Also ich kann mal kurz gucken, welches Format so meine Videos haben von meinem Handy. Vielleicht kennt ihr ja dann kostenlose Programme. Und ja, Moment. Ja, ich sitze gerade am Computer. So, da hätten wir, nee, das war falsch, eigene Videos. So, dann hätten wir, Moment. Mein Computer ist nicht der schnellste. VPJ-Datei. Denke ich, dass es das ist. Oder? Ja. Ja, ich glaube, das war's. Oder so. Oder MP4? Nee, MP4 war es nicht. Obwohl. Moment. Ach, egal. Also, wenn ihr es wisst, in den zwei Formaten, ob es da ein Programm geht, was die Formate annimmt. Und ja. Also dann, das war's. Ja. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten. ja. Das war's dann. Bis
bis zum nächsten Video und ich hoffe, ich finde irgendwie einen Weg. Schaut doch mal bei meinem Blog vorbei. Ja, und mein Blog, ich habe einen Blog bei Blogspot, also Blogger, ja, Blogspot, und es heißt Davita in Cielo. Oh, ich kann den Namen immer noch nicht. Aber ja, ich werde es in die Infobox schreiben und ja, dann sehen wir uns dort oder halt beim nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren, auch wenn die Videos nicht gerade sehr sinnvoll sind, aber ja, ich versuche halt das Beste und ich wiederhole mich, aber das ist jetzt gerade egal und ja, dann...